Hallo zusammen und schön, dass ihr euch verklickt habt. In diesem Video schauen wir uns das Huawei MatePad 11.5 an. Das hat ein 11,5 Zoll großes Display und was es alles so kann, das erzähle ich euch jetzt. Fangen wir mal außen an und da haben wir ein Aluminiumgehäuse, was sich sehr, sehr hochwertig anfühlt. Das Pad ist auch gerade mal 6,9 mm dick und wiegt 499 Gramm, ist also noch sehr, sehr gut handelbar, auch noch mit einer Hand. Die Rahmen beim Display sind jetzt nicht zu massiv, aber so, dass man halt noch die Daumen hier ablegen kann und sie sind schön gleichmäßig drumherum ums ganze Display. Das sieht gut aus. Oben in der Mitte haben wir dann auch die Selfie-Kamera. Die Platzierung finde ich super, so kann man auch vernünftig hier Videocalls halten. An den Seiten sehen wir dann jeweils zwei Lautsprecherausgänge. Hier sind Quad-Speaker verbaut, die wirklich richtig schön laut werden. Sie könnten gerne ein bisschen bassbetonter sein, aber grundsätzlich klingen die schon richtig klasse und sind für Medienkonsum absolut geeignet. Dass wir hier ein 11,5 Zoll großes Display verbaut haben, hatte ich eben schon erwähnt. Es handelt sich um ein TFT-LCD-Display mit 120 Hertz und einer 2K-Auflösung. Ich finde, es sieht auch richtig klasse aus, auch wenn es kein OLED-Display ist. Ich finde, man kann damit sehr gut leben und ich habe da jetzt keine Einschränkungen gehabt. Das Einzige ist, dass das Glas halt ab bestimmten Blickwinkeln stark spiegelt. Aber das Bild selbst, muss ich sagen, ist sehr blickwinkelstabil. Für die Performance haben wir hier ein Qualcomm Snapdragon 7 Generation 1 verbaut, der okay performt. Ich muss sagen, das reicht aus für Produktivitätsgeschichten. Wir haben hier auch 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher an Bord. Es gibt auch noch eine Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher. Ich finde den Preissprung aber ehrlich gesagt zu groß, als dass es die 8 GB Arbeitsspeicher wirklich rechtfertigen würde. Ich würde euch empfehlen, bleibt bei den 6 GB. Erstmal nochmal zur Performance. Ich finde sie völlig ausreichend. Man kann das ein oder andere Spiel auch spielen, aber es ist jetzt kein Spieletablet. Also wenn ihr hier grafisch aufwendige Spiele spielen wollt, würde ich euch das nicht unbedingt empfehlen, dann wäre ein leistungsstärkerer Prozessor ganz schön, aber für alle Produktivitätsgeschichten reicht das völlig aus und für ein Gelegenheitsspiel auch. Ich habe eben schon die Speichervarianten erwähnt, dann wird es jetzt auch mal Zeit, über die Preise zu reden. Also ihr bekommt das Tablet, so wie ich es hier habe, ich habe das auch mit den 6 GB Arbeitsspeichern, für 299 Euro. Und je nachdem, was für Angebote gerade laufen, bekommt ihr dann auch noch den Stift dazu und für ein paar Euro mehr dann auch noch direkt die Tastatur. Und das, finde ich, macht absolut Sinn. Für die größere Variante zahlt ihr dann nochmal 100 Euro mehr, also die größere Variante, was den Arbeitsspeicher angeht, zahlt ihr 100 Euro mehr. Und ja, ich finde, das ist es nicht wert. Zwar kriegt ihr dann vielleicht noch die Tastatur gleich noch mit dazu, aber die kriegt ihr hier auch für ein paar Euro mehr auch noch mit dazu. Wenn wir schon von der Tastatur reden, macht es vielleicht auch mal Sinn, das Ganze zu zeigen. Den Stift habe ich jetzt leider nicht da, aber ich habe die Tastatur und das Case. Also das kommt in zwei Teilen. Das heißt, ihr könnt einmal das Tablet in diese Hülle hier hineinpacken und dann habt ihr einen eingebauten Stand, was ich schon mal sehr, sehr praktisch finde. Das heißt, ihr könnt jetzt so schon wunderbar Medien konsumieren und das Ganze so nutzen. Das ist schon mal klasse. Leider ist dieser Stand jetzt nicht völlig frei einstellbar. Also man kann es jetzt nicht weiter nach hinten legen und man kann es auch nicht aufrechter stellen. Es springt immer in diese eine Position. Das ist ein bisschen schade. Und dann gibt es die Tastatur dazu. Und die macht ihr hier hinten an den Stand dran. Und dann gibt es bei der Tastatur halt auch Pins, die natürlich dann mit den Pins beim Tablet sich verbinden. Und dann klickt das Ganze hier auch bei der Tastatur rein und dann steht es wirklich sehr, sehr stabil. Also es gibt sozusagen zwei Punkte, wo das Tablet jetzt hier verbunden ist und dann kann man lostippen. Die Tastatur hat jetzt kein Trackpad, das heißt, ihr interagiert immer noch über den Touchscreen ganz normal, könnt aber gut tippen. Und ich muss sagen, die Tastatur ist überraschend gut vom Tippen her. Der Druckpunkt könnte gerne aber noch ein kleines bisschen klarer sein, sodass die Taste noch ein bisschen klarer zurückspringt. Das ist sozusagen ganz minimal verzögert, fühlt es sich an, aber trotzdem kann man hiermit zügig tippen. Also für Produktivität ist das absolut geeignet und es gibt, wie gesagt, auch noch einen Stift dazu, wenn ihr es möchtet. Für die Produktivität ist natürlich auch das App-Angebot entscheidend und wir haben hier die App-Gallery, keine Google-Dienste. Trotz alledem findet man für die meisten Apps hier die passende Alternative, aber es kann halt sein, dass die App, die ihr gerne benutzt, vielleicht hier nicht verfügbar ist. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher überprüfen. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr hier alle Möglichkeiten. Es gibt Schreibprogramme, es gibt Zeichenprogramme. Hier ist wirklich alles irgendwie vorhanden, aber ihr müsst euch eventuell ein kleines bisschen anpassen. Auch Multitasking ist hier möglich. Könnte gerne noch ein bisschen besser ausgebaut sein. Ich finde das ein bisschen schwer in der Handhabung, aber grundsätzlich ist Multitasking möglich. Aber zum Beispiel Drag and Drop zwischen den Fenstern hat bei mir jetzt hier nicht funktioniert. Da könnte Huawei meiner Meinung nach noch ein bisschen nachbessern. Von der Selfie-Kamera habe ich hier schon berichtet. Das ist eine 8-Megapixel-Kamera. Wie gesagt, die ist in der Mitte platziert und damit ist das Bild auch vernünftig. Das heißt, ich bin nicht irgendwie komisch von der Seite jetzt anvisiert, sondern ich kann vernünftig mit meinem Gegenüber reden, wenn ich einen Videocall halte. Auf der Rückseite ist es dann eine 13-Megapixel-Kamera, die zum Einscannen von Dokumenten völlig reicht. Aber um jetzt damit irgendwie tolle Urlaubserinnerungen zu machen, würde ich die Kamera nicht benutzen. Aber so als Dokumentenkamera ist sie völlig in Ordnung. Was für die Tastatur auf jeden Fall sehr positiv ist, ihr müsst sie nicht extra aufladen, da sie ja mit den Pins, mit dem Tablet verbunden wird und dann nutzt sie auch den Akku von dem Tablet.
Und der ist richtig groß. Mit 7700 mAh reicht der auch wirklich einen intensiveren Tag aus. Also da könnt ihr wirklich viel mitmachen. Das Laden ist dafür aber recht langsam. Mit 22,5 Watt dauert das eine Weile, bis ihr diesen 7700 mAh großen Akku geladen habt. Das heißt, ihr könnt zwar lange nutzen, braucht dann aber auch eine Weile, bis es wieder aufgeladen ist. Ich glaube aber, für die meisten ist das total in Ordnung. Ihr könnt natürlich auch das Tablet benutzen, währenddessen es geladen wird, weil der Ladeanschluss ja an der Seite ist, wenn ihr das Ganze so im Landscape-Format nutzt. Also für rund 300 Euro bekommt man hier wirklich ein Tablet, mit dem man eine Menge Sachen machen kann. Man muss halt softwaretechnisch wissen, worauf man sich einlässt. Aber wenn man damit gut leben kann, ist man hier sehr, sehr gut aufgehoben. Das Zubehör, selbst wenn es noch nicht direkt mit dabei ist, bekommt man für relativ kleines Geld noch mit dazu. Das heißt, man kann Stift und Tastatur sich noch mit dazu holen und kann dann das Tablet noch vielseitiger nutzen. Das, finde ich, spricht alles dafür. Für mich persönlich ist halt dieser Software-Aspekt immer so ein bisschen was, womit ich ringe, weil ich da dann doch schnell zu den Google-Diensten zurück möchte. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Auf dem Weg zu den Kommentaren seid so lieb, lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch häufiger verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.